Hallo und herzlich willkommen zum Informationsvideo für Black Widow. Ja, das lebt auch noch. Ich habe ja in der letzten Zeit ein bisschen Livestreams gemacht. Erstmal, ich bin der Black Rich. Jawohl. Ja, ich habe ja in der letzten Zeit ein bisschen Livestreams gemacht. Das letzte, was wir bearbeitet hatten, ist bezüglich Roy trifft das erste Mal auf Kimitsu. Das habe ich jetzt auch schon so gut wie möglich fertig gemacht. Da fehlt jetzt nicht mehr viel, bis es dann zur nächsten Szene übergeht. Wir sind jetzt bei rund 225 Seiten und so langsam aber sicher macht sich bei mir Nervosität frei. Wir gehen nämlich langsam auf das Ende zu. Wir haben jetzt noch rund 75 Seiten. Ich denke mal, wenn ich das jetzt wirklich ein bisschen durchpowern werde, dann werde ich, denke ich mal, im Juli, August, denke ich mal, so langsam aber sicher mal fertig werden, hoffe ich. Da kommt ja dann noch jede Menge Nacharbeit hinter dran. Ich muss ja immer noch 10 durchschauen, ob irgendwo was fehlt, ein bisschen Verbesserungsarbeit hier und da. Und dann geht's ja an Sony Vegas. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal locker eine Woche einrechnen, alleine in die ganzen Übergangseffekte und OST reinschnibbeln etc. Dann muss ich ja noch den Trailer fertig machen. Also ich denke mal, vor September wird es da keinen Release-Termin geben. Ja, was steht uns jetzt eigentlich noch bevor in unserem Anime bzw. Buch? Also wie gesagt, ich bin jetzt relativ fertig mit der Szene um Roy. Im Buch ist es ja so, dass das, was wir auch im Livestream gemacht hat, eben Kimitsu sich zu Roy setzt und die sich dann so ein bisschen unterhalten, sich aber rausstellt, dass Roy eine Art, ich nenne es mal Magier ist, ich will auch nicht zu viel verraten. Und sie dann sozusagen ein kleines Gefecht haben und dann eben ja in eine Art Fantasiewelt kommen. Ich hoffe, ich kriege das hin im Anime, das umzusetzen, dass man das auch realisiert. Es ist ein bisschen schwierig, wie gesagt, in manchen Fällen, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ja, daraufhin geht es dann so langsam aber sicher Richtung Ende. Ja, ich muss hier wiedermals etwas rausschneiden, weil das Buch ziemlich anzüglich ist, aber egal. Dann ja, wird die nächste Szene, die ich dann wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen Richtung nächste Woche bearbeiten werde, also dieses Video kommt ja nächste Woche, also diese Woche, irgendwann diese Woche bearbeiten werde, denke ich mal, werde ich die Szene um Roy auch schon so gut wie möglich beenden, dass dieses Fantasiewelt dann so langsam zerbröckelt, wie auch immer das passieren wird. Das werdet ihr dann im fertigen Film sehen. Ja, danach geht's dann weiter mit den Blutsteinschwestern Akira und Nanami, die auf eine, naja, ich sag mal, etwas bekanntere Person treffen und diese dann, ja, ein bisschen bekämpfen. Und dann wird es auch nochmal eine kleine Szene von dem Hauptprotagonisten Blackie geben, der eine Vision vom Ende bekommt und auch jemanden kennenlernt. Das ist sozusagen mein, ich glaube, vorletzter oder drittletzter Charakter, der in diesem Buch erscheint. Und dann wird es auch das allerletzte Ending zu Roy geben. Der letzte Kampf sozusagen. Es ist jetzt halt ein bisschen Hin- und Hersprengerei zum Schluss. Am Anfang habe ich das ein bisschen gut hinbekommen. Vielleicht werde ich das auch noch ein bisschen umsortieren. Das werde ich ja dann im Nachhinein sehen. Ja, dann nochmal zurück zu Blutsteinschwestern versus diesem anderen komischen Viech. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Und die bekämpfen sich dann auch nochmal. Und dann geht's so langsam, aber sicher zum Ende. Hier kommt dann noch ein Himmelswesen vom Himmel herunter und will sich einmischen. Aber dann beginnt das, was der Blackie gesehen hat, nämlich das Armageddon. Und darauf freue ich mich und habe ein bisschen Angst davor. Aber schließlich dann wird es irgendwann auch mal enden. So Richtung 200. Ich scroll gerade mal ein bisschen durch. La 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 la. So Richtung 290, denke ich mal, wird das Ganze enden. Mein Buch hat eigentlich 300 Seiten, aber da ist noch ein bisschen Nachgedönse. Das wollte ich eigentlich so ein bisschen im Outro vielleicht bearbeiten. Sozusagen der Anfang vom zweiten Film oder das eigentliche Ending vom Buch. Naja, mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also es ist jetzt gar nicht mehr so viel, aber ich hoffe, dass wir dann, wie gesagt, im August, September fertig werden.
Das heißt, an alle meine Sprecher, ihr solltet dann auch euch schon mal so ein bisschen darauf bereit machen, dass ihr wahrscheinlich irgendwann im August, September eine E-Mail von mir bekommt mit dem fertigen Film, den ihr euch dann angucken könnt. Und ich denke mal, dass ich dann im August nochmal versuche, einen Termin zu finden für unser Interview, wo wir darüber reden wollten, ob euch der Film gefällt und ob das, was ihr im Buch vielleicht gelesen habt, damit übereinstimmt. Und ja, nochmal so ein bisschen drüber quatschen und dann eben auch nochmal einen Release-Termin von dem Film für alle da draußen geben mit dem letzten Trailer, der dann kurz darauf, ich denke mal eine Woche nach diesem Interview kommt und dann wird der Film auch auf YouTube zu sehen sein. Ich bin gespannt. Ja, nach wie vor bin ich der Auffassung, dass ich das ganze Projekt bewerben möchte, also nicht nur in Forums etc., sondern auch über Google. Dann kann man ja Videos bewerben, das möchte ich gerne machen. Da hatte ich mir so gedacht, dass ich so ungefähr 50 bis 60 € investiere. Mal schauen. Ich denke, so viel Zeit und Arbeit, wie ich hier reingesetzt habe, kann ich auch ein bisschen noch mehr investieren. Ich denke, wenn ich nur den Film online stelle, dann wird da nicht viel passieren. Aber ein bisschen Werbung sollte, denke ich mal, helfen. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich denke mal, es wird noch ein allerletztes Infovideo geben zu dem, ja, zu dem Interview dann, denke ich mal. Kurz vor dem Interview wird es nochmal, denke ich mal, ein kleines Infovideo geben. Dann werdet ihr ja wahrscheinlich hier auf YouTube irgendwann mal dieses Interview bekommen. Ich denke mal, wie gesagt, August, September vielleicht irgendwo so in dem Dreh. Oktober vielleicht. Ich weiß es noch nicht so genau. Und dann denke ich mal, wird es einen Release-Termin mit dem Trailer geben. Kurz darauf. Und dann denke ich mal, sollten wir vielleicht schon im November den Film releasen können. Ich bin gespannt. Aber weitere Infos gibt es auf jeden Fall nochmal. Ich wollte euch das jetzt halt nur nicht vorenthalten, weil wir doch schon gegen Ende gehen und ich hatte eigentlich gesagt, dass ich noch einen Trailer geplant hatte, aber ich denke, ich spare mir diesen. Ich denke, dass drei Trailer im Endeffekt reichen. Der erste, das war so ein, wie sieht's eigentlich aus, AMV-Trailer. Das zweite war schon ein bisschen professioneller. Ja, da habt ihr ja so ungefähr das erste Viertel miterlebt. Und alles Weitere, das werde ich dann mal schauen, in diesem Release-Trailer verarbeiten, werde ich mir ein bisschen was raussuchen. Der wird wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, 5, 6 Minuten gehen. Ich denke mal, 2 Lieder lang werde ich das machen und dann ist das schick. Die OST, die ich in dem Film verwendet habe, die wollte ich eigentlich erst nach dem Film releasen. Ich denke mal, wenn wir den Film rausbringen im November, dann denke ich mal, dass die OST so Richtung Dezember kommt. Also auf jeden Fall einen Monat nach dem Release des Filmes. Das hatte ich mir so vorgestellt. Die werde ich, denke ich mal, nicht bewerben, sondern nur den Film an sich. Gut, haben wir eigentlich alles soweit? Ja, ich tagge hier auch nochmal alle Sprecher, damit die wissen, wo was wir vor sich haben. Dass sie sich halt vielleicht mal August, September, Oktober rausnehmen. Dass sie da vielleicht schon mal ein bisschen Luft haben, falls wir da ein Interview brauchen etc. Ne, dass sie auch vielleicht dann in dem Falle die E-Mails durchchecken etc. wegen dem Film. Dass sie sich den halt angucken können, ihre Meinung darüber bilden können und dass wir dann halt einen Termin finden zum Interview. Und das dann halt zeitnah abliefern. Gut, aber wie gesagt, das wird es dann nochmal ein kleines Infovideo für euch auf YouTube geben. Ich bin auf jeden Fall ziemlich nervös. Es geht dem Ende zu. Ich hoffe, dass ich es hinkriegen werde. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen Nachbearbeitung. Ich weiß, ich rede heute viel doppelt. Das merkt man vielleicht, dass ich ein bisschen nervös bin, ein bisschen aufgeregt. Selbst wenn ich jetzt alles fertig mache, ich muss immer noch ein bisschen was nachbearbeiten. Ich habe gemerkt, dass ich halt eben ein bisschen was vergessen habe, dass Szenen vielleicht fehlen, die Licht ins Dunkle bringen, weil es manchmal ein bisschen sehr verwirrend ist. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und das, wofür ich bis jetzt, ich weiß nicht genau, ob es reichen wird, ich sag mal, wir rechnen einfach mal 2 Wochen für Sony Vegas einrechne. Da werde ich dann an den Übergängen arbeiten, an Effekten arbeiten und an OST arbeiten, so dass das Ganze dann fertig ist. Dann muss ich auch noch das Intro fertig machen und das Outro fertig machen. Das wollte ich auch zum Schluss machen vom Film. Und dann ist das Ding eigentlich, denke ich mal, in Sack und Tüten. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Gut. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann, wie gesagt, nochmal kurz vorm Interview. Ich denke mal, wenn wir da einen Termin gefunden haben, sage ich euch das, wie es aussieht.
sage ich nochmal, wie ich mit dem Film bisher zufrieden bin. Und dann wird es da nochmal, denke ich mal, Infos geben oder spätestens in dem Interview selbst. Schauen wir mal. Gut, dann haben wir soweit alles. Ich weiß nicht, was ich noch sagen kann, außer dass ich mega aufgeregt bin. Wie euch es da draußen gefällt, die bisherige Response ist nicht so doll. Aber das macht mir ehrlich gesagt nichts aus. Vielleicht denkt ihr ja, naja, ich warte lieber noch den richtigen Film ab, erst dann werde ich das Ding hypen. Oder so kurz vor Schluss mit dem Release-Trailer, dann werde ich auf den Hype-Train aufspringen, das ist alles gar kein Problem. Aber ich mache mir da eigentlich gar keine Platte. Ich wollte dieses Projekt einfach fertig machen. Und ja. Ah, siehst du, jetzt weiß ich noch, was ich vergessen habe. Wenn wir das Interview gemacht haben oder kurz davor, das mit diesem Infovideo. In diesem Infovideo, wenn ich das so mache, werde ich auch nochmal alle Sprecher-Anime-Charaktere zeigen mit der Referenz dazu, dass ihr da draußen auch nochmal einen Überblick habt, was ich eigentlich jetzt aus den Referenzen gemacht habe, weil bisher habt ihr ja, wenn ich die Charaktere vorgestellt habe, nur die Referenzen gesehen und selten mal einen fertigen Charakter. Das auch nochmal so zum Tipp. Ja, aber gut. Fertig. Genug gelabert. Reicht ja auch schon wieder für knapp 12 Minuten. Deswegen sage ich an diesem Punkt Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bezüglich des Animes dann irgendwann am 4. Quartal wahrscheinlich dieses Jahres. Und ansonsten, ja, tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Brackwitch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.